Der junge Bär ist noch immer auf der Jagd. Sein Weg führt ihn in eine große Bucht. Genau dorthin, wo die Robbenmutter ihr Junges aufzieht. Er hat etwas gewittert. Nur sehen kann er es noch nicht. Die Mutter spürt die Gefahr. Sie muss abtauchen. Nur das Kleine ist auf dem Eis gut getarnt. Jetzt hat der Bär sein Ziel klar vor Augen. In Panik zieht die Robbe ihr Baby unter Wasser. Der junge Eisbär hat wieder einmal Pech gehabt. Doch was ist mit der Mutter und ihrem Jungen? Ist das Baby ertrunken? Das Kleine ist wohlauf. Unterkühlt und verschreckt zwar, aber am Leben. Seine Mutter ist noch immer nervös, doch der Bär ist längst davon.